Okay, ich fuck Querfeld ein für was hab ich ein Bulldogge? Aber nicht über unser Feld. Also ich weiß nicht, teilweise kannst du eigene Felder kaputt machen. Ich weiß nicht, ob du das Sonnenblumenfeld auch kaputt machen kannst, aber. Es sind die Felder vom Nachbarn, die ich kaputt mache, alles Ja, gut. die kannst du nicht kaputt machen. Nicht? Also, ich gebe mal Schau mal, knapp mit dem Bulldog 150 auf Schienen gefahren, das ist voll geil. Der hat Sport. ein wenig Schieflage, aber es geht. Oh, okay. Ich gebe mal 150.000 Euro aus, oder? Knapp Ja. 150, ein bisschen weniger. Okay. Hau raus, die Scheiße. Ist schon Okay, jetzt kommt ausgeschrieben. der Eisenbahnbrücke, ey. Als nächstes spiele ich einen Zugsimulator. Das ist viel cooler. Oh Gott, der Zug kommt. Scheiße, Du was hast mache ich dich. jetzt? Ich komme nicht mehr runter. Hey, Nein! Nein! wie du 10.000 Mal rotierst. Was passiert? Der Zug Junge, ist unter mir durchgefahren. was hast du getan? Nix. Wie viel Schaden hast du bekommen? Wie kommt mir der Schaden? Ja, wir Ja, bauen jetzt. Ah, da ist er ja, der Boy. Mit seinem Schnieken. sorry. Also diese dufte Gesichtsbehaarung. So, wie baut man jetzt ein Silo? Ich brauche einen. Also, was haben. Haben wir viel Gras. Leck mich am Arsch, Alter. Ist der Ja. voll? Der Rand voll. Ich hab den bis zum Bersten gefüllt. Vor 2 Wochen. 2 Wochen, ja. Ja, keine Ahnung, wie viel Ingame-Zeit da vergangen ist. Alles Ding, alles Boss-Level. Boss Alpin. Ja, Boss damit Alpin. kommst du jeden Berg rauf. Und runter. Vor allem runter. Warte mal. Welches Feld? Welche Nummer ist unseres nochmal? Die 4. Die 4, jetzt da oben sehe ich's. Ah, okay. Ja. Was hast du hier angemalt? Das sind meine Kornkreise. Warte mal, ich versuche mal was Ich habe drauf zu bauen, die weil dann sehe ich es Fläche mal von oben. perfekt gemäht. Auf den kleinsten Millimeter, also besser. Ich sag einmal so, es ist schwierig, da irgendwas rauszusehen, was das genau sein soll, wenn ich so von der Luftansicht so drauf schaue. Ich bin halt im Kreis gefahren. Ich weiß nicht, die Bauern, die wenden doch immer so. Die fahren eine Linie und dann wenden sie und fahren dann wieder zurück. Das Ja, aber. hab ich nicht zusammengebracht, deswegen bin ich nur im Kreis gefahren. Und nicht einmal das hat er richtig zusammengebracht, weil das Ach ist komm, sei vielleicht nicht so. oval. Ne? Das sieht aus. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja. Ist ein Fisch mit einem Schwanz hinten dran? Keine Ahnung. Ganz, ganz Was? komisch. Nee, eine Schnecke! Das ist eine Schnecke! Jetzt Das ist eine habe ich's! Schnecke? Alter. Ja! Ich meine, ich bin jetzt gerade so in der Luftansicht, also in der Bauansicht. Das sieht aus wie eine Schnecke. Ganz klar. Ganz klar, eindeutig, es ist scary. Mau. Es ist scary. Wir lassen es jetzt so. Wir tun nicht weiter, man. Ja, das Spiel ist vorbei, wir haben es durchgespielt. Gary ist Ich habe es gut entstanden. gespielt. Ja. Jo, okay, es gibt einen Kleiderschrank. Weißt du, wie du nachschauen kannst, Geil. was die gekostet? Was? Weißt du, wie man das nachschauen kann, wie viel jetzt gerade eben der Graspreis zum Beispiel ist? Oder der Weizenpreis oder der Traubenpreis oder so? Nee, weiß ich nicht, wo man das nachschauen kann. Irgendwo müsste eine Geh mal auf Marktübersicht deine geben. Start-Taste, also auf die Option-Taste, auf die Start-Taste. Ja. Und dann ist es der zweite, dritte, der fünfte Reiser, wo Preise pro 1000 Liter stehen. Und da kannst du dann nachschauen, was wie viel wert ist. Preise pro Liter. Pro 1000 Liter. Aha, da wo mein Lagerbestand daneben steht. Wo. Das ist so eine Liste, da steht oben Preise pro Liter, da steht dann Güter und rechts steht Station, Verkaufspreis und so ein Zeug. Der fünfte, 1, 2, 3, 4, 5.
Vierte, das Wetter. Nee, nee, dann ist es Wachstumszylinder, doch Wetter, Preise, 100 Liter, 1000 Liter. 5.000 Liter. Ja, genau. Und Ja. da stehen die aktuellen Preise. Zum Beispiel ist Weizen jetzt gerade 537 in der Mühle wert oder im Supermarkt 780. Okay. Siehst du das nicht? Ja, ich sehe es. Okay. Ein Gras ist gerade 77 Euro pro 1000 Liter wert. Das ist ja Vermögen. Ja, wir müssen mit dem Gras irgendwas machen. Viehhandel. Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu viel für uns, der Viehhandel. Glaube ich. Stroh. Ja, also kann man da Biodiesel draus machen? Du kannst auf jeden Fall viel draus machen. Also sehr viel machen. Du kannst hier eine Pizzeria aufmachen, du kannst hier eine Bäckerei aufmachen. Du kannst alles aufmachen, Ja, aber nicht theoretisch. aus Gras, oder? Na, es wird ein schwierig, so eine Graspizza zu verkaufen. Hallo? Ja, Veganer fressen schon. Ja, ist ja nichts anderes, ne? Landschaftsbau. Also kannst du sogar die Landschaft verändern, ne? Hügel ausgleichen und so ein Zeug. Okay. Eine Kuhweide. Willst du jetzt ernsthaft Tiere die anschaffen? Okay. Überlappt mit einem anderen Objekt. Ach, war da noch ein bisschen Grasbüschel rumliegen? Ist das ein anderes Objekt oder was? Keine Ahnung. Okay. Produktion würde ich. Ah, fuck. Produktion. Was können wir denn alles bauen eigentlich? Eine Zum Bäckerei? Beispiel. Ja, zum Beispiel. Weißt, was ich gern hätte? Alter, gibt's eine Biogasanlage, ernsthaft. Ja, dann kannst du fast alles. Geil. So. Aber du siehst immer recht. Wenn du zum Beispiel bei der Biogasanlage bist, was du alles reinstecken musst oder was für Güter du da reinstecken musst und dann was du als Ertrag rausbekommst. Wunder. Ach so. Ich weiß nur nicht, ob du davon immer alles reinstecken musst oder bloß ein Teil reicht. Ich meine, in der Ja. Bäckerei zum Beispiel, da brauchst du wahrscheinlich, denke ich mal, alles, weil der hilft dir nicht bloß Zucker oder bloß Mehl oder bloß Eier. Das ist so Denke ich mal. cool. Da kannst du so viele Stunden in dem Spiel hier verbringen, das ist der Wahnsinn. Getreidemühle. Ja. Eine Spinnerei. Die Spinnerei war, hat der Max gesagt, die war mal richtig geil im 19er oder so. Okay. Weil die Was Wolle brauchst sau teuer du? ist. Da brauchst du Schafe. Ja, okay, Wolle. Wo bekommt man Wolle her? Von Schafen. Ja, das stimmt. Eine Der Getreidemühle habe Zuckerfabrik. ich zum Also Beispiel in meinem mit privaten. dieser Zuckermafia will ich zum Beispiel nichts zu tun haben. Die machen die Menschen fett. Oh. Die Ja. Getreidemühle habe ich in meinem privaten Spielstand zum Beispiel. Da kannst du halt jetzt, weil ich habe halt sehr viel Hirse oder Raps eben, ne, nicht Raps, Weizen gehabt. Da kannst du das halt zu Mehl machen. Und du musst halt dann schauen, die Mehlpreise bzw. die Weizenpreise sind fast identisch. Nee, nicht Weizen. Irgendeine andere Sorte, was du halt auch zu Mehl machen kannst, sind fast identisch. Also das bringt es kaum, zu Mehl zu machen. Aber andere Sorten, da kriegst du schon um die 300, 400 € mehr pro 1000 Liter. Okay, es gibt auch eine Spinnerei. Aber es Macht gibt die jetzt nichts, dann. wo wir als unser Gras großartig verwenden können, bloß. Also bloß Gras. Naja. Ich mach den. Eine Bioanlage, ey. Bioanlage. Ja, die kostet 435.000. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, dann sind wir ziemlich blank. Wie groß. Oh, leck, die ist ja riesig. Also, da braucht man. Da braucht man eine Menge Gras.
Man kann einfach hier Windräder aufstellen oder kaufen. Das größte für 750.000 Euro kriegst du durchgehend ein bisschen Geld. Aber ich glaube, na, 325 in der Stunde für das größte. Ja, ich Kostet glaube, dich halt. das rendiert sich dann wirklich nur, wenn man halt über einen langen Zeitraum rechnet, ne? Ja, also das ist halt dann wirklich über einen sehr langen Zeitraum gerechnet, ja. Und die 750.000, die musst du halt auch erstmal übrig haben, ne? Ist nicht so, Ja, ich kann dir dass die du es einfach so Biogasanlage nicht kaufen kannst. platzieren. Biogasanlage kannst du nicht Doch platzieren, aber willst du überhaupt? da! Willst du die wirklich Auf platzieren? der anderen Also willst du Wiese wirklich? könnten wir die platzieren. Ja, aber für 735.000 ist halt nicht 435.000 ist halt schon ein bisschen ach, Dann teuer. hätten wir gar nichts mehr, ne? Gar nichts, nee. Wir wissen nicht, ob es bloß mit Gras funktioniert. Naja, dafür ist doch Oder? dieser Testserver Ja, okay. da. Ja, Irgendwie okay. mir ist gut. Aha, Mir ist es wirklich gut. Biogasanlage. Ja, genau. Ich meine, wir haben eh gesagt, das ist nicht unser finaler Server. Das ist jetzt einfach bloß ein wenig zum Rumtesten. Den kann man ja von mir aus kaufen, für die 435, wenn du meinst. Moment, da gibt's nur Silos. Ganz, ganz stinknormale Silos gibt's da noch. Was machen die? Die ganz stinknormalen Silos, was die machen? Ja, kannst halt dein Da kann man Zeug zwischenlagern. es bloß im Lager, Das ist ne? bloß ein Zwischenlager, ja. Güllebehälter. Ey, hier will Schafszucht aufmachen. Ein Misthaufen. Ja. Braucht man alles hier. Wir könnten theoretisch aus der Graslandschaft hier, glaube ich, auch ein Feld einfach draus machen. Könnten wir Dann auch. müssen wir es halt erst bearbeiten und dann können wir ein Feld theoretisch draus machen, glaube ich. Ja, klar. Aber da. Das würde ich erst machen, wenn wir es abgeerntet haben. Das Gras. Ja, unser Ding ist voll. Ja, dann fahren wir mal zum Händler. Was habe ich gesagt? 770 kriegen wir pro 1000 Liter. Beim Viehhandel kann ich das verkaufen, okay. Beim Viehhandel. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist der Viehhandel? Das. Farmhaus, das ist Streiklager. Ah, Viehhandel ist direkt gegenüber. Ja, zwei Felder weiter. Das ist ja Katzensprung ist das. Soll ich mal das Gras wegfahren zum Viehhandel? Ja, wollte ich gerade machen, Junge. Oder fahr du? Gott, ich muss das blöde Hättest Ding du einen wieder größeren anhängen. Trecker gekauft, könnte ich auf dem Beifahrersitz hocken bei dir. Stimmt, wir wollten das sowieso nochmal einen zweiten Bulldog holen. Soll ich einen mittelgroßen holen? Also einen kleinen Hol brauchen wir nicht mehr. mal irgendwas. Ja, einen mittelgroßen hole ich aber mal. Anhängen. Haben wir gesagt, dir Jetzt könntest Geld und geht's. ich das ausgeben. Mir kürzt und du Mittel, gibst es aus, genau. mittelgroße Traktoren. Was haben wir denn dafür welche? Was darf ich noch maximal ausgeben? Alles. Alles? Nee, muss halt schauen. Keine Ahnung. So 175 PS oder 190. Boah. Auf was schaut man da eigentlich alles, was man so, wenn man einen neuen Trecker kauft? Keine Ahnung. Ich denke mal, die PS-Zahl ist nicht unwichtig. Und das Gewicht, was er dabei steht, ist es das, was er ziehen kann? Dass er Oder irgendwas was er. ziehen kann. Ja, ich denke, das ist wie beim Gabelstapler, dass der halt, wenn er 5 Tonnen wiegt, kann er 5 Tonnen ziehen. Vielleicht. Der wiegt 10 Tonnen. Wenn der Gabelstapler 10 Tonnen wiegt, dann kann er 5 heben. Der muss immer das Doppelte wiegen. Nicht aufpasst. Was? Der Schau, oder? wiegt das Doppelte, weil er sein Gewicht selber nochmal hochhebt. Ja,
Ja, kann sein. Bin jetzt verwirrt. Ja, auf Alter, ich komme jeden nicht auf die Fall. Karte. Wie geht man auf diese scheiß Karte? Ganz normal mit Options und dann musst du halt den obersten Reiter mit L1 oder R1 Jetzt wird gespeichert nehmen. erstmal. Ja. Gab's da nicht. Ah, jetzt bin ich auf der Karte. Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Links zwei Felder weiter, da ist so ein Tiersymbol. Links zwei Felder weiter. Vor uns. Also von uns aus links zwei, ein bisschen nach links und nach oben, glaube ich, und da ist irgendwo so ein Tierkopfsymbol. Tierkopfsymbol. Ich Warte sehe mal, hier, ich gehe jetzt selber nochmal. hier kein Tierkopfsymbol. Du siehst doch unsere zwei blinkenden Pfeile, was wir sind, und, oder unser Feld, die Nummer 4, ne? Ja. Geh mal nach links, da ist das Feld 3. Ja. Weiter nach links, da ist so ein blauer Stierkopf. Stierkopf. Du bist nicht Das ganz. ist Geh mal eins mit L1 nach links. Auf die andere Karte. Du musst auf die, dort, wo die Welt ist. Ah. Ach, da Jetzt hat ich oben. hab grad gesehen. Ja. Ach, da Und da oben. kannst du Okay, da anscheinend ist das, dann verkaufen. setzen wir da mal ein. Würde ich da ein Ziel setzen? Ziel Das weiß ich auch noch nicht, setzen. wie man da ein Ziel setzen kann, großartig. Ich kaufe mal eins Ziele für Richtung 145.000. auswählen. Oder 100. Jo. 145.000 ausgeben? Ja, oder? Na klar, voll ins Minus, hau die Kohle raus. Ja, 145, das sind wir noch. Ja, okay, ich mache noch mit Frontladeranbau. Ansonsten können wir vorne nichts dran bauen. Das mache ich gleich mit Frontladeranbau. Das kostet 1.500 mehr. Und das bei 146,5. Und dann mache ich noch Radgewichte dran. Dann sind wir bei 147,7. Guter Mann. Kennzeichen Eva. Braun. Es gibt nur eine Eva. Ja, es gibt nur eine Eva. So fahre ich jetzt richtig. Alter, lenkt sich der Scheiße. Fahre ich jetzt richtig? Ich war falsch, oder? Ah, ich wäre vorher. Beim ersten Versuch wäre ich schon richtig gewesen. Ich habe bei dem Spiel eigentlich immer die Dinge aktiviert, die ganz große Karte, wenn ich irgendwo hinfahren möchte. Ja, ich habe vergessen, wie man da hinkommt. Ich glaube, das war L1 gedrückt halten und L3 oder L oder R3, irgend sowas in der Art war's, glaube ich. Ja, das. Okay, ich fuck querfeldein für was hab ich ein Bulldog, ey? Aber nicht über unser Feld. Also ich weiß nicht, teilweise kannst du eigene Felder kaputt machen. Ich weiß nicht, ob du das Sonnenblumenfeld auch kaputt machen kannst, aber Ja, das sind die Felder vom Nachbarn, die ich kaputt mache. Alles gut. die kannst du nicht kaputt machen. Nicht? Also, ich gebe mal Schau mal, knapp mit Bulldog auf 150.000. Schienen gefahren, das ist voll geil. Der hat ein wenig Schieflage, aber es geht. Oh, okay. Ich gebe mal 150.000 Euro aus, oder? Knapp Ja. 150, ein bisschen weniger. Okay. Hau raus, die Scheiße. Ist schon Okay, jetzt ausgegeben. kommt der Eisenbahnbrücke, ey. Als nächstes spiele ich einen Zugsimulator, das ist viel cooler. Oh Gott, der Zug kommt! Scheiße, Du was hast mache ich dich jetzt? Ich komme nicht mehr runter! verirrt. Nein! Nein! Wieder 10.000 € verliert. Was passiert? Der Zug Junge, ist unter mir durchgefahren. was hast du getan? Nix. Wie viel Schaden hast du bekommen? Wie kommt mir der Schaden? Ich weiß es nicht, du hast recht so eine Schadensanzeige. Du musst deinen Trecker ab und zu reparieren und deine ganzen Sachen, was du dran hast. Okay, die ist gelb.
Das gut? Ja, ist die komplett gefüllt nach oben, dann ist noch guter Zustand. Wenn es Ja. runtergeht, ja, Ja, okay, dann hat man Sprengstoff. der hat einen Crash mit dem Zug volle ohne Probleme überstanden. Ja, Das das ist doch gute deutsche hat das. Qualitätsware. Ja. Das absolut beste Ding habe ich mir gegönnt. Jetzt denke ich an so einer Shit-Straßenlaterne fest. Du kannst deinen Trecker und alle anderen Sachen auch. Zum einen kannst du die neu lackieren, was richtig teuer ist, wo ich bis jetzt noch nicht weiß, warum man die neu lackieren sollte. Da kostet es schon mal lo locker 20.000 oder so, wenn du mal deinen Trecker neu lackieren willst, dass er wieder komplett voller Farbe ist. Und du Oh kannst ihn Mann. reparieren. Und das Reparieren kostet aber auch schon ziemlich gut Geld. Deswegen müssen wir mal schauen, dass sie einigermaßen gut gepflegt sind. Ja, ich habe jetzt noch nichts Schlimmes damit angestellt. Nein. Überhaupt Überhaupt nicht. keine. Nein. Okay, ich fahre jetzt einfach mal zu dem Symbol hin. Fahr mal hin, vielleicht kannst du es irgendwo abladen, abschütten oder sonst irgendwie. Ich da überhaupt Ich komme richtig dich da mal bin. besuchen. Du kommst? Ich komme. Also meiner hat Max Speed 52 km/h. Okay. Ja, dann steigen wir hier mal aus. Was meinst du damit? Gibt es hier irgendwo ein Symbol? Weil normalerweise gibt es hier Symbole. Ah, okay. Ja, ich hab drin geparkt. Mal. Oh, dann ist er viel cooler wie meine. Natürlich ist er auch ein mittelgroßer. Alter, warum habe ich mir nicht so ein Ding gekauft? Ja, damit würde ich einen Zug platt machen. Da hat er keine Chance mehr. Ich frage mich nur. Wie kriegen wir jetzt das Gras hier weg? Ich weiß nicht. Oder warte mal, kannst du da irgendwas machen? Wahrscheinlich kannst du hier bloß Tiere kaufen, oder? Ja, hier kannst du das Tiermenü öffnen. Du hast zurzeit keinen Stall, du kannst keinen ne Tiere kaufen, wenn du keinen Stall hast. Ich schaue mich mal um, vielleicht kann man hier irgendwo was machen. Okay. Hier kannst du Hänger auskippen, auf der anderen Seite von der Halle. Okay. Wärst du mal her? Jo, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Auf geht's. Ich bin im falschen Edzard. Ah, da kannst du einfach durch. Da kannst du einfach durchtüdeln, ne? Wenn du dann nach links drückst, dann bist du erst in deinem, dann in meinem. Mhm, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Also hopp, deine große Emma fährt voraus. Ne, Ja, die große war die 88. Molly, die kleine ist die Emma. Das ist die Eva 88.0. Eine Insel mit zwei Traktoren. Da, 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 da. Ich war schon wieder wo dagegen, ey. Wie kann so ein kleiner Hydrant so stabil sein? Straßenschilder sind nicht stabil, das weiß ich. Habe ich schon getestet. Gras. Was wollen die? R1 und Ding? Sehe ich das richtig? R1 und. Ah. Tschüss, Gras. Oben rechts unser Geld. Aber das ist sehr hektisch. Alter, da scheppert's, da klappert's die Naja, Moneten. Das ist der Jackpot. es könnte ein bisschen besser scheppern, aber okay. Und wie das gescheppert hat. Komm ich da hinten wieder raus? Hopp, da mach mal gleich Nummerladung voll. Das hat sich voll rentiert. Ich kaufe mir jetzt einen privaten Du darfst hier Bulldog, nicht fahren, das ist ein mähe irgendwo Gras Fußweg. und verkauft Das es. ist ein Fußweg. Hallo, das ist ein Fußweg. Ja und? Siehst du dieses Symbol? Das ist ein Fußweg. Hier darfst du nicht fahren. Ja, ist doch mir Zurück. scheißegal. Zurück. Zurück. Zurück.
Ich habe einen scheiß Hänger dran. Na Der gut. braucht oberstes Feintuning. Gott, ich kann das Ding nicht einmal vorwärts fahren und du willst, dass ich rückwärts fahre. Okay. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf Du hast so ein geht's. Spiel heute im Gegensatz zu mir. Was bist du? Du hast so ein Spielzeug im Gegensatz zu meinem Ja. Trecker. Ja, ist ein geiles Spielzeug. Was kann man eigentlich hier machen? Cool, Da, wo der Zug kommt. du kannst einen Zug mieten, geil. Was? Alter, dann kommt die Rache des Todes. Komm, Ich mach mal miete schnell den das Ding. Zug und überfahre irgendwelche Traktoren, die ahnungslos auf die Schienen fahren. Okay, mach mal eine Meile rennen. La 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 la. Fuck. Yeah. Was hast du, Max Speed? 42 Grad. Ich weiß nicht, ob 52. der ohne den Anhänger schneller fährt. Siehst du die kleine Zahl unter deinem aktuellen Tacho? 42. 42 steht auch drunter. Ja. Dann ist es deine Maximalspeed, weil das ist dein Tempomat, den du einstellen kannst. Und der steht am Anfang immer auf dem Maximum. Ey, der Sound, den müssen wir Ah. abreißen. Der geht mir so auf den Sack, jetzt mal außen rum zu fahren. Ja, ich hätte es fast ein Auto gecrasht. Definitiv. Nicht rum. So. Dann tust du mal weiter mähen und ich muss mal eine Aufgabe für mich finden. Du kümmerst dich mal wegen um die Pflanzen da. Welche Pflanzen? Ja, die im Feld wachsen. Und ich mähe Über hier die die Sandblumen. Scheiße. Ja, genau. Ich mähe hier die Scheiße Da mal kann weg. man sich schlecht drum kümmern, die sind halt im Wachstum, ne? Da muss man da Was genau macht er denn? hinfahren. X. Oder lass mal ab, dann tue ich mähen und du sammelst nur auf. Ja, was tue ich dann in der Zeit, Alter? Ja, hinter mir herfahren und Ach, du willst das vordere Teil haben. Warte mal, abkurbeln. ja. Geht es? Bestimmt, oder? Bestimmt. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel irgendwie so vorgesehen ist. Es ist halt voll die Spritverschwendung. Ja, wir haben Was? zwei Bulldogs. Werden wir einfach mit zwei? Es wird mit einem gehen, aber. Was? Warte mal, wie mähe ich jetzt das Mähwerk? Ach, Mähwerk anschalten. Muss er erst ausklappen. Okay. Anschalten. Ladewagen anschalten. Aber ich glaube, das geht wirklich. Eventuell. Ich fahre mal über das Gras da drüber, was ich schon mal gemäht hatte. Hat er was angesammelt? Nö. Mähst du irgendwas? Ja, ich mähe die ganze Zeit. Ist eigentlich bis zur Straße unser Grundstück, oder? Okay, aber der sammelt bei mir nichts ein. Hast du auch alles an? Muss ich das Ding noch senken? Ja. Jetzt sammelt er. Eieiei, läuft. Ist das cool. Aber im Prinzip ist es halt echt gerade voll die Zeitverschwendung, weil du könntest dann halt einfach beides machen. Eigentlich wollte ich es bloß einmal austesten. Im Prinzip kannst du jetzt schon von mir aus beides machen. Da muss man mal schauen, was halt ich mache, ne? Mir ist egal. Ja, oder du denkst einfach. Du machst einfach beides. Oder ich mache beides. Da musst halt du schauen, was du machst. Mir egal. Ja, ich mach irgendwas mit den Sonnenblumen. Okay. Wie willst du jetzt rauskommen?
Ich habe mir jetzt einfach mal laufend abgekurbelt. Okay. Und da drin liegt auch noch Gras, das kannst du auch alles mitnehmen. Jo, Boah. mache ich. So fährt er viel cooler. Jo, was bauen wir jetzt? Schreibt mir in die Kommentare, was ich bauen soll. Holz. Hey, ich kaufe Kettensäge. Die kostet nur 1000. Haben wir überhaupt Bäume hier? Keine Ahnung. Wie benutze ich die jetzt? Wie benutze ich jetzt mal die Kettensäge? Weiß ich mal, wo die jetzt ist. Neue Sachen werden immer bei dem da mitten in der Stadt irgendwo geliefert. Weißt du noch, wo du den Bulldog damals abgeholt hattest? Jo. Irgendwo da, glaube ich. Ach nö. Ist das umständlich? Du hast doch einen Trecker, kannst doch hinfahren. Ich habe Amazon, ich kann es mir liefern lassen. Aber hast du denn auch Prime? Ich bin Prime. Das Spiel ist pausiert. Ja, es speichert. Aber ist das umständlich mit unserem Haus? Das haben wir ja richtig kacke platziert, ey. Wer hat das Haus nochmal platziert? Ich weiß es nochmal. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich glaube, das war's. Bestimmt du. Ja. Ich hänge an unserem Haus fest. Ja, ist gar nicht so einfach, hä? Ja, ich hätte einen kleinen Träger kaufen müssen. So ein Scheiß. Okay. Das Rückwärtsfahren habe ich schon ein bisschen geübt in der privaten Session. Das geht schon einigermaßen mit Hängen. Nein! Ich hätte fast unsere Sonnenblumen angekratzt. Boah, die kannst du vielleicht auch einfach wegmähen. Oh, Ja. Fleisch habe ich Weißt nicht. du, welches Symbol der Typ hatte, wo ich das Zeug abhole? Warte mal, warte mal, warte mal. Was genau hast du eigentlich gekauft? Eine Kettensäge. Eine Kettensäge. Ich wollte jetzt irgendeinen Baum wegschneiden. Das ist eine gute Frage. Normalerweise ist es der Fahrzeughändler und das ist dieser Einkaufskorb-Symbol auf der Map. Ach, das ist wieder auf der Neben der anderen Map Tankstelle. nicht zu sehen, ne? Ja. Dann mache ich da mal eine. Das, was direkt neben der Tankstelle ist, dieser Einkaufsladensymbol da. Ich glaube, das müsste das sein. Ach ja, ich habe bei den Sonnenblumen einen ganz kleinen Teil mit weggemäht. Du Aber Arsch. das habe ich. Ich sehe gerade, das hast du auch schon getan, anscheinend auch, Nein. ne? Was? Nein? Nein, habe ich sicher nicht. Täusche ich mich da Ich würde etwa? mich hüten, die Sonnenblumen wegzumähen. Hallo? Ich bin doch kein Sonnenblumenmörder. War also diese Lücke schon immer hier? Ja? Aha. Ich glaube, das ist beim Hausplatzieren passiert. Ah, und da ist wieder mein Erzfeind, der Zug. Ey, du hast es aber auch mit den Zügen. Ich habe den hier noch gar nicht gesehen. Du bist da nicht auf die Schienen gefahren. YOLO. Auf jeden Fall, ich mache eine kleine Spritztour. Fahr wahrscheinlich falsch rum. Die Minikarte ist echt für einen Arsch. Ach, da bin ich. Ach ja, beeil dich mal mit den
mit der Kettensäge. Hier sind zwei Bäume, die nerven mich. Die müssen weg. Scheiß Ja, Natur. ich. Jetzt habe ich die Zielmarkierung wieder bewegt. Ey. Das Bin so ein Bauer, ist. der die Natur hasst. Alles muss weg. Ja, Mann. Alles muss weg. Leckt's gerade ein wenig? Jetzt geht's wieder. Hat ganz kurz geleckt Ja, im das Spiel. hat irgendwie wen geleckt. Ich glaube, da lecken schon wieder die Server. Ja. Jetzt gehen wir an das einwandfrei. Jetzt fahre ich wieder zu dir, oder? Ah, gut, das funktioniert. Kannst du bei mir mitfahren? Weil ich habe jetzt extra auch so einen gekauft, wo einen zweiten Sitz hat. Weil der Maxi gemeint hat, da kann man mitfahren. Ja, das können wir dann machen. Ich gehe jetzt erstmal die Kettensäge holen. Ja. Der Typ dreift. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass da irgendwie die Schilder schön groß in der Stadt sind. Einfach, dass sie nicht dauernd auf die Karte schauen muss, ne? Adama. Der fährt allein, wenn man Zielpunkt setzt. Ja, es kostet aber glaube ich, Geld. Echt? Schau mal oben rechts auf unseren Kontostand. Da geht es hier kündlich runter. Was? Ja, Wie deaktiviere ich den Scheiß? deswegen hat der Maxi ja gesagt, dass Helfer einstellen teuer ist. Deswegen hat er ja gesagt, dass eben auch mit mehreren Leuten spielen besser ist, weil dann kann jeder weniger Aufgabe machen. Da braucht man weniger Helfer. Ja, aber ich weiß Einfach nicht, wieder in den. so eine automatische Steuerung ist doch kein Helfer, oder? Ist das Ja, ein Helfer? natürlich. Helfer H hat die Aufgabe erfolgreich beendet. Alter. Im Prinzip, wenn du zum Beispiel so nervige Aufgaben hast, wo du ewig viel mähen musst oder machen musst auf dem Feld, da ist ein Helfer schon nicht schlecht, weil der macht es halt so nebenbei, während du was anderes machen kannst dann. Okay. Junge, die Bäume stehen hier immer noch. Das geht mir gerade auf die Nerven. Ja, ich weiß auch nicht bei mir. Mein Ding steuert sich gerade selber. Dein Ding steuert sich gerade selber. Meine Figur, ich mach nix. Der läuft automatisch nach vorne. Wenn ich nicht nach hinten drück. Ich hab doch nur einen Controller aktiviert. Wie kann das sein? Ich raff's selber auch nicht. Bist du eigentlich zu Fuß unterwegs oder bist du Grad bin im ich. Trailer? Das ist aber der Fahrzeughändler. Keine Ach, Ahnung. scheiße, ich hab's ja schon. Hast du immer noch das Problem? Ja, ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin Also umsonst gefahren. bei mir geht gerade alles wunderbar. Ja, keine Ahnung. Muss erst. Ach komm. Der lenkt so schwammig, ey. Mein Liebste. Okay, bin ich jetzt eigentlich richtig? Komm. Jetzt wäre der da gehört Blumenkübel. Ich glaub's nicht. Okay, du musst jetzt ein bisschen Gras mähen, dass ich meine Sonderausgaben wieder reinspielen.